Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir haben hier noch helllichten Tag. Ich habe jetzt mich einfach mal kurz schlafen gelegt gehabt, so, weil wir hatten in der letzten Aufnahmesession bis 5 Uhr durchgesuchtet und ja, jetzt haben wir schon 15 Uhr. Also genug Zeit ist vergangen, um sich auszuruhen, also. Das heißt, dass wir können jetzt auch wieder ganz normal weitermachen. Das Ding müssen wir auf jeden Fall fertig haben und das da. Und so, bevor ich eigentlich weitermache, hier. Ich habe ein bisschen wieder mal die alten Folgen von Gronkh auch mal reingezogen. Sagen wir mal so. Und da ist mir auch das ein oder andere Dings hier aufgefallen. Wie soll, was sagt er? So. Allein fürs Bauen. Hier freies Bauen. War denn das? Hier. Das Ding. Brauchen wir. Für den da. Die Plattform. Okay. Müssen wir anders machen. Aber die Plattform wird hier gebraucht. Auf jeden Fall. So. Oder, ne, wir machen so. Und voilà. Der wird hier gebraucht. Jetzt müssen wir das oben uns noch mal ansehen. Und wir den uns noch mal runter. Ah, passt. Komme ich hier nicht durch. Für die Hängebrücke brauchen wir auf jeden Fall das Ding. Also die Plattform ist notwendig hierfür. Ist aber zu hoch. Das heißt, wir müssen den noch mal ein bisschen tiefer bauen. So. Bauen wir den vielleicht. Bauen wir den mal so. Jetzt müssen wir jetzt uns oben auch noch mal angucken. Was jetzt auch wieder von der Höhe her passt. Ja, sie passen da aus diesmal. Aber dass das so sein muss, 15 Baumstämme, okay. Haben wir von dem darüber. Schon so, dass wir hier dann ebenfalls noch mal so eine Plattform haben, das aber dann glaube ich, hier wäre es sinnvoller, wenn wir den erstmal fertig haben. Ich muss aber bedauerlicherweise sagen, dieses Mal bin ich aber auch selber schuld, was Spoiler angeht, weil ich mir die alten Folgen von Erik und Tobi angesehen habe. Und ich weiß, wo die anderen beiden Baupläne sind. Und da bin ich komplett selber dran schuld. Aber ich muss sagen, es sind richtig geile Baupläne. Ich habe vor, mir die zu holen. Aber noch jetzt. Aber ich werde aber jetzt auch nicht nochmal hier weiter irgendwie alte Folgen von Erik und Tobi ansehen oder so.
The Forest. Das Einzige, was ich mir noch zusätzlich angetan hatte, war mal zu gucken, was die Leute so an sich bauen. Und da bin ich auf noch eine geilere Idee gekommen, als da einfach nur irgend so eine Stadt hinzuklatschen. Weil wir mit Hilfe der Felswände, die es hier gibt, wo haben wir die? Felswand, Felswand, hier nicht. Da. Dass man damit richtige Steinhäuser bauen. Ich dachte schon, da wäre ein Container im Wasser. Und ich habe jetzt was richtig Geiles vor. Werden wir definitiv nicht mehr in dieser heutigen Folge machen. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Aber ich habe das immer noch im Hinterkopf. Und das wird eine richtig geile Kombination, was wir da vorne machen werden, so aus Steinwänden und Holz. Frage ist nur, wird das so funktionieren, wie ich das vorhabe? Wer weiß. Obwohl es ja viel flacher Bereich dort, außer wenn es ein bisschen weiter in den Wald geht, aber das macht ja nichts. Aber wir werden es jetzt so machen, heute, ausnahmsweise mal, weil ich selber schuld bin, dass ich mir die alten Folgen reingezogen habe. Das sind die anderen beiden Baupläne. Ihr könnt mich jetzt dafür haten oder sonst was, aber... Ja, ich war halt so dumm. Und da tut mir auch leid. Aber ja, ich wollte einfach nur mal schauen, so was haben die anders gemacht als ich. Ja, das, was ich jetzt vorhabe, ist ein bisschen größenwahniger als von den beiden, aber trotzdem. Und das hätte ich mir nicht antun sollen. Zum Glück, als ich dann gesehen habe, wo die Baupläne her hatten. Habe ich aber nicht mehr vorgehabt, mir irgendwie das, den ganzen anderen Scheiß da auch noch spoilern zu lassen. So, wir werden langsam hungrig. Das heißt, wir müssen aber auch... Nein, nicht Bauplan. Inventar. Wir müssen eben auf den Vogel warten, dass hier drauf landet. Dass wir uns was snacken können. So, Alter. Habe ich den gesammelt? Jo, wir haben den gesammelt. Komm schon, Vögelchen. So, ein Fleisch ist drauf. So. Jo. Ich hoffe, das wird reichen, das Fleisch. Wenn wir gesättigt sind. Einigermaßen, das passt wohl. Nee, wir müssen auf die Seite. Aber ja, das eine ist halt auf der Insel. Beziehungsweise das, was ich irgendwie schon so... in einer der letzten Folgen schon ein bisschen so angesprochen habe, dass sie das eh noch mal erkunden wollte mit dem Tauchanzug, was genau da wirklich unter dem Schiff eine Unterwasserhöhle ist. Und ja. Aber egal, wir
nehmen uns das jetzt halt weg, diesen Spaß. Ich werde mich nicht nochmal irgendwie versuchen, selber spoilern zu lassen, indem ich mir alte Videos dazu ansehe. Aber ja. Vor allem auch vieles von den alten Videos da von Gronkh, Tobi oder auch damals mit Saraza. Sehr, sehr vieles habe ich da auch schon quasi vergessen gehabt, so. Ich würde sagen, wir gehen lieber hier zuerst an Land. Würde mehr Sinn machen, oder? Dass wir dann vom Land aus Richtung Höhleneingang gehen. Gibt's auch Schildkröten? Jo. Doch nicht gleich alle auf einmal. Dann mal wieder ein bisschen Fleisch auf Tasche. Nice. Schildkröten tun mir aber ein bisschen leid, so dass die sehen dürfen, wie ihre Freunde hier draufgehen. So, das ist ja der Wrack. Und wenn wir den jetzt ausrüsten, einfach dem Wrack entlang hieß es. Wo haben wir den? Müsste es hier irgendwo eine Öffnung geben. Da haben wir die Öffnung. Da haben wir den Höhleneingang. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Und die Luft komplett ausgeht. So. Ja, dass sie die Knochen nicht sammeln kann. So. Wir decken das mal ein bisschen mit Feuer an. Damit uns wieder warm wird. So, da haben wir einen. Jo. Da haben wir ein paar Baupläne und Armbrust. Stimmt, hier gab es die Armbrust. Stimmt. Das habe ich jetzt wieder selber vergessen gehabt, dass hier die Armbrust gab. Den Bauplan würde ich gerne mitnehmen. Kann man den mitnehmen? Ne. Die Höhle ist im Grunde nicht existent, die ist außerhalb des. Geräusche gefallen mir gar nicht. So. Müssen wir hier wieder zurück?
Haben schon. Ah, ist aus. Schon. Das Boot. Boah, aber wir sind schon relativ weit rausgefahren. Rausgeschwommen. Hat er gesagt. Aber der Hai kommt jetzt nicht. Übel, wie wir jetzt am Erfrieren sind. So, dann können wir den hier wieder ablegen. Hier haben wir die Armbrust. Nice. Setzen den hier wieder auf. Wir haben uns an dem Feuer. Wollen wir kriegen definitiv wieder Hunger und Durst. Kleines Fleisch, dann legen wir das auch noch drauf. Wenn die noch frisch sind. Wir haben hier einen Sprengstoff. Wir warten eben, bis das hier fertig ist. Hier sind die schon. Eins von vier, okay. Ein Kreuz bauen, ein Sarg und eine Kirche. Kirche können wir bauen. Aber die hier. Und dann müssen wir weiter Richtung Süden. Wir müssen damit wenden. Nicht Süden, Richtung Norden. Zu vier kleinen Inseln. Gott. Ich bin schon voll erschrocken wegen dem. Hey, aber immerhin fahren wir wieder mal etwas raus aus der, in die Welt, die wir hier haben. Und diesen kleinen Spoiler, den ich jetzt mir selber angetan habe, dafür mache ich als Entschädigung für euch eine etwas längere Folge. Wo genau sind wir denn schon? Okay. Sind noch nicht wirklich weit. Wir verplempern vielleicht schon den ganzen, die ganze Nacht. Damit die Karte zu suchen. Aber echt für solche Reisen brauchen wir definitiv ein anderes Boot. Was haben wir noch mal für Boote zur Auswahl?
So, sind die denn? Wo sind die denn? Ihr kleines Floß, Hausboot und großes Floß. Großes Floß haben wir ja jetzt. Den und den könnten wir mal machen. 40 Holz, das ist leicht. Hier 7 Holz, das ist auch sehr, sehr schnell gemacht. Boah, lass mal die beiden auch in den künftigen Folgen mal bauen. Mal schauen dann, wie das aussieht. Aber guck mal, wie viele Stöcke wir nur noch brauchen. 146. Schon krass. Werden wir definitiv in den nächsten Folgen schaffen. Da vorne ist wieder der Baum. Da vorne waren wieder ein paar Ureinwohner. Ich habe gerade so ein bisschen was Leuchten gesehen. Was sind sie? Da laufen sie. Und der leuchtet so, glaube ich, immer der Anführer. Kann das sein? Auch am Überlegen bin es, da mir auch aufgefallen ist, so als ich mir von ein paar anderen so die Bauvideos angesehen habe, dass man so die Häuser mit so Steinwänden verkleiden kann. Vielleicht da oben mal eine Burg hinbauen oder so. Und dann die ganzen Ortschaften, die wir bebaut haben, alle miteinander verbinden mit so einem Steinweg. Ich finde es schade, aber dass man hier keine richtigen Straßen bauen kann, sondern nur diese Wege. Wie cool wäre das denn, wenn man hier so Pflastersteinstraßen hätte? Ja, ich habe euch gehört. Alles gut. Hallo, ich bin hier. Kuckuck, seht ihr mich? Hier bin ich. Kommt mal her, hallo. Ja, wir fahren weiter. Bin ganz schön aggro jetzt. Wo die mich sehen. Oh, ich habe Hunger. Interessant, dass wir jetzt schon wieder Hunger haben. Ey, kommt schwimmen, das Wasser ist herrlich. Jo, ist fertig. Nice. Ist schon lustig, die mit anzusehen. So, aber wir müssen noch bis da hinten hin.
Merke aber gerade, ich muss mal ganz dringend auf Toilette. Das heißt, ich mache hier ein kleines Päuschen und cutte das für euch zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und wir sind dann wieder weiter auf dem Weg Richtung zweite Unterwasserhöhle. Ah, da hinten wieder die Werft. Aber ich sag euch trotzdem schon mal so, ich werde versuchen, mich nicht mehr spoilern zu lassen, auch wenn ich mich jetzt selber damit verrannt habe, weil ich mit Freunden geguckt habe. Aber ich versuche es. Denn meine Ausrede dafür ist tatsächlich, dass ich neugierig wurde, wo die Dinger gibt's und so weiter, wie also die Baupläne meine ich jetzt. Die anderen Sachen ja, die kann man ja so in den Höhlen finden und so weiter, in den anderen, die auf der Insel sind, in den Haupthöhlen. Da werde ich mich nicht spoilern lassen, wo ich jetzt in welche Höhle gehen muss, um genau was zu finden. Aber die Baupläne, die sind ja in Unterwasserhöhlen. Deswegen versuche ich mich jetzt mit dieser Ausrede davon zu retten. Weil an die kommt man ja so sonst gar nicht ran. Denn wir haben ja gerade schon in den ersten beiden ja gesehen. Höhlen. Dass da nur ein einziger Eingang bzw. Ausgang ist. Das ist der durch ein Wasser. Echt jetzt, wir brauchen aber dringend ein Reiseboot. Der hier ist zwar schön, aber ist auch ein bisschen lästig, so immer hin und her zu laufen. Da wäre schön, wenn wir uns dann irgendwie auch mal ein vernünftiges Reiseboot würden. So ein Schluss. Ich glaube, das Hausboot würde am meisten Sinn machen. So also für Reisen und so weiter. Rennen dahinter sehen aber auch schon interessant aus. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, als wir schon einmal hier entlang gefahren sind, geschwommen sind. Das sieht schon echt interessant aus da. Auch noch eine Höhle? Ist ein Höhlenausgang oder Eingang? Können wir von hier aus nicht sehen. Das ist super. Ne, ist keine Höhle. Okay. Ist der Monster hier irgendwo in der Nähe? Hört ihr das?
Entweder ist das Monster irgendwo da oben. Einer der Mutanten. Oder wir sind wirklich irgendwo in der Nähe einer Höhle, die drin, wo die drinnen am Schreien sind. Stimmt, da hinten kommt ja auch schon bald unser Dings. Wie heißt das da? Wo wir auch noch eine Siedlung geplant hatten, irgendwann mal zu bauen. Ja, komm. So. Ja, es regnet immer wieder, aber so Gefühl, dass einer der Mutanten da oben ist. Obwohl, diese Stelle da hat auch was. Diese Klippe. Und wir haben wieder Durst. So, dann kann jetzt wieder Wasser gesammelt werden. Boah, was geil wäre, auch so eine komplette Stadt gebaut in den Klippen. Auch geil. Oder zumindest keine Stadt, oder ich meine zumindest wenigstens ein Dorf oder so, eine Siedlung in den Klippen mit so Stegen, die irgendwie von der einen Klippe zur nächsten führen und so, auf mehreren Etagen die ganze Siedlung gebaut. Das wäre richtig geil. Oh, Entschuldigung. Aber ich habe irgendwie so ein Kratzen im Hals gehabt. So, wo sind wir jetzt genau? So ein Gefühl, irgendwie ein Stück von der Karte fehlt. Und ist von dieser hier. Weil wir den kompletten östlichen Teil irgendwie nicht erkennen können oder sehen können. Das sieht aus wie eine Höhle. Na, ich glaube, wir sind da hinten schon gleich da. Also ich hoffe zumindest, dass wir gleich da sind.
Obwohl hier so eine Siedlung zu bauen, ich glaube, der Platz wäre ein bisschen zu klein, ne? Klar, hier wäre es wahrscheinlich sicher. Aber hier eine richtige Siedlung hinzubauen, glaube, wäre doch ein bisschen zu klein. Ich glaube, die Flagge da, die brauchen wir nicht. Der hat bestimmt noch irgendwo Seil, oder? Ja, der hat Seil. Das ist zu klein hier. Wir machen einmal Zerstörung von Gebäuden wieder an. Und dann wieder aus. Ob hier eine Siedlung zu bauen, macht gar keinen Sinn. Steine haben wir auch eh genug. Hallo? Sind das da schon die Inseln? Ich hoffe, das sind die schon. So, jetzt müssen wir aber wieder was essen. Hungerbalken sinkt. So, ist da. Der ist noch essbar, okay. Der ist wieder leer. Verdammt. Ich hoffe, gleich kommt wieder Regen. Perfekt. Sieht schon langsam ein bisschen danach aus. Aber echt, wie kommt es, dass eigentlich die kleineren Inseln allesamt hier, was Flora und Fauna angeht, so tot sind? Hier ist weder ein Busch, womit man Stöcker kriegen kann, oder ein Baum oder sonst was. Das Einzige, was man auf solchen Inseln höchstens findet, sind Steine. Wie kommt das eigentlich? Waren die Entwickler, was das angeht, so die Inseln angeht, so ein bisschen zu faul, oder? Oder waren die Inseln ursprünglich nicht vorgesehen, dass man da drauf geht? Boah, was ist Leute los? Glaube, ich werde jetzt krank. Eine Erkältung bahnt sich an. War ja auch heute Nacht richtig arschkalt.
Jo, das ist die Insel. Die sind schon da. Müssen wir mal schauen, wo dieses Stück Holz im Wasser ist. Aber ich würde zuerst hier irgendwo anlegen wollen. Ach, da haben wir sie. Also schon. Dann legen wir hier vor. Mal gucken, wo war denn das Stück Holz jetzt? Wo war denn jetzt das Stück Holz? Oh, guck mal, da schwimmen Schildkröten. Ich sehe es. Dann, wie viel haben wir noch? Inventar können wir jetzt nicht zugreifen, okay. Gehen wir vielleicht noch mal kurz. Nein. Hier drauf. Und tauschen noch mal die Flasche. Und runter. So. Jo, die geht aber tief runter. Die geht aber richtig tief runter. Das ist der Weg? Ne. Nur so als Info für euch. Ich habe mir jetzt nur für diese Baupläne die Location spoilern lassen. Also geguckt, wo die gibt's. Auch wenn ich das Let's Play von Erik und Tobi wieder gesehen habe. Also Gronkh und Tobinator. Bolzen haben wir wieder jede Menge. Hier. Und das. Das. Hab mir jetzt aber nicht, also versucht, nicht spoilern zu lassen, wo oder was hier drinnen an Gefahren gibt's. Nochmal tauchen. Nochmal tauchen. Ja, wir wärmen uns erstmal ein bisschen auf, zu Ende auf. Als Zapfen ist weg. Jo. Was hier alles rumschwimmt, ey. Wir wärmen uns auch noch mal wieder auf. Haben wir hier. Stimmt, hier ist die Rutsche. Schildkrötenrutsche. Ach, wie süß die Schildkrötenpanzer hier sind. Was haben wir da drinnen? Neues Outfit. Haben wir einen Anzug an?
Dunkelgrüne West und blaue Jeans. Jacke und blaue Jeans. Wolfst-T-Shirt, Tarnfarben, Jeans und roter Beanie. Dunkelgraues Hoodie und Khaki-Jeans. Und dann haben wir hier weiße T-Shirts und schwarze Jeans. Oh, wie sich das anhört hier. Total. So, aber wir haben jetzt das letzte Bauplan, ne? Wir haben Kreuz, Sarg, Kirche. Wir haben den Gleiter. Wir haben den Turm. Und wir haben die Protokolltransport. Okay. Ja. Okay. Interessant, wie das mit dem mit der Schildkröte und dem Kreuz aussah. Wir müssen uns eben noch ein bisschen aufwärmen. Jo, wir haben einen Anzug an. Wir haben wirklich einen Anzug an. Oh, gibt es hier noch vielleicht was? Nö. Aber interessant. Dieses Floß da, ich glaube, das soll heißen, dass hier die Höhle vielleicht mal nicht unter Wasser war oder so zum Teil oder sowas. Keine Ahnung. Vermute ich mal. Mir ist wieder nass und ich bin kalt. Aber egal, wir müssen jetzt ganz schnell weiter. Wir müssen den Weg hier wieder rausfinden. So, hier geht's wieder hoch. Ist schon echt eine tiefe Höhle. Hä? Da kann es sein, dass diese Höhle vielleicht irgendwann vor mehreren hundert Jahren eingestürzt ist. So, da müssen wir hin. Oh, es wird schon dunkel. Krass. Nice. Dann das legen wir mal ab. Und somit haben wir jetzt alle Baupläne. Ich mache mir eben noch ganz schnell was zu essen. Die Hoffnung ist nur gut, ist nur essbar. So. Und ja. Dann kann die hier heute Nacht mal. War auf jeden Fall eine erfolgreiche Reise. Klar, okay, die Frage ist nur, wie lange hätte ich gebraucht, das zu finden? Hätte ich mich jetzt nicht selber in diese Bredouille gepackt. Aber wir ha immerhin haben wir sie jetzt und können umso mehr bauen. Aber ich sag auch wiederum, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.